So, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Während ich hier mich einen abquäle, mir einen abquäle. Ich glaube aber, ich denke, ich könnte es lösen, ja. Es muss ja lösbar sein mit dem Schwarzen. Der lässt sich garantiert durch das Gelb schieben dann, dass ich den Gelben auf die Seite bringe. Das heißt, ich schiebe erstmal jetzt alle auf die Seite, so. Dann hole ich mir den Gelben. So. Dann muss ich natürlich erstmal durch die Farbe durch. Zack. Wenn ich jetzt... So, jetzt schiebe ich den erstmal weg. Dann mache ich die Farbe, dass ich durchkomme. Dann mache ich Gelb. Dann kann ich den Schwarzen durchziehen. So, dann muss ich die Farbe wieder machen, dass ich drüber komme. Jetzt mache ich Blau. Dann kann ich den Gelben hier durchziehen. Und habe meine Kiste unten. So schön. So schön. So. Dann ziehen wir den Schwarzen. Warte mal, wo haben wir das Blau? Genau. Wir machen Blau. Ziehen den Schwarzen. Ne, warte mal. Wir machen erst, Wir müssen. Ich mache jetzt Gelb. Zack, zack, zack. Dann ziehe ich mir den daher. Dann mache ich diese Farbe, dass ich den Schwarzen durchziehen kann. So. Dann mache ich Blau. So, jetzt muss ich die Farbe machen. Dann mache ich Blau, genau. Dann kann ich mit den Schwarzen hinziehen. Dann mache ich die Farbe. Und jetzt mache ich praktisch Gelb. Zack, zack, zack. Zack. Jetzt kann ich... Ah! Oh Leute, habt ihr das gesehen? Das war ein Meisterwerk, der... So. Oh, das war aber... Aber ihr habt eigentlich... Man hat gesehen, es wäre auch ohne die gelbe Kiste gegangen. Aber gut. Wenn es nicht gegangen wäre, hätten wir auf jeden Fall das Rätsellösung geknackt. Und somit sind wir eins weiter. Das freut mich. So, was haben wir denn hier? Na gut, jetzt wird es aber blöd, weil ich komme ja da nicht hoch, ne? Hä? Wie soll denn jetzt das gehen? Ach so, dann fällt die Kiste runter. Jetzt springe ich, jetzt mache ich praktisch Gelb. Spring hoch und mach Lila oder so. Ja. Ja, bloß da drüben wird's blöd, ne? Okay, das können wir verschieben. Ich brauche aber wahrscheinlich das auch noch. Also müsste ich das erstmal darüber schieben. Dass ich hier hochkomme. Genau. Wow, 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 wow. Das ist aber jetzt schon wieder Hardcore.
An den Schlüssel komme ich nur, wenn ich nach links gehe und das Blaue nach rechts schiebe. Wie komme ich an die linke Seite? An die komme ich nur, wenn ich unten... das Teil darüber ziehe. Ein bisschen. So ein Stück. So, halt! Ah, nicht runterschmeißen. Dann komme ich praktisch... Halt mal, jetzt muss ich erst die Farbe wählen. Dann springe ich hoch, wähle blau. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir das. Dann können wir das da rüber schieben. So. Dann muss ich das wieder wählen. So. Jetzt muss ich das aber wieder rüberziehen. So. So, das Land. Dann kann ich... Ah, das wollte ich jetzt nicht. Den schieben wir jetzt wieder rüber. Muss ich bloß mal gucken, ob es Sinn macht, mir die gelbe, die Kiste da oben zu holen. Aber ich denke ja, ne? So, wenn ich jetzt runterfalle mit der Farbe, ja, jetzt muss ich natürlich einfach nur oben nochmal das Ding wegziehen, dass ich unten die Kiste habe. Ist schon knackig, ist schon knackig. Kann man nichts sagen. Na, die bauen sich wieder auf. Okay. Ja, ja, das ist echt nicht ohne, du. Uiuiui, was braucht man da? Jetzt, wenn ich drei Farben lasse, habe ich doch gleich dreimal... Passt doch, brauchen wir ja bloß die richtige Farbe auswählen. Da brauchen wir jetzt A plus eine Farbe auswählen, die als letztes kommt. Oh.
das ist... Man hat schon ein bisschen Zeit. Also ganz schnell lösen sie sich nicht auf. Eigentlich machbar, wenn ich stehen bleibe und die... Bloß da ist schon ein bisschen knackig hier. Boah, wie sollen das erst werden mit 7 Farben oder 8 Farben? So, das ist jetzt auch wieder so. Den blauen, ja, den blauen. Wo brauche ich den blauen da oben? Der fällt mir doch da runter. Dann hätte ich ihn zum Beispiel da unten im ersten Stachelfeld. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Im zweiten und im letzten Stachelfeld bringe ich ja auch nichts rein. Da kann ich noch gar nichts machen, würde ich jetzt mal behaupten. Hä, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wie komme ich denn an den Schlüssel ran? Ja, weil das... Ah, ich müsste den schon schubsen. Ich müsste den wahrscheinlich schubsen. Anders geht's wahrscheinlich nicht. Der gelbe ist zu hoch. Warte mal, ich hole mir erst den gelben. Dazu muss ich aber den schwarzen erst. Muss ich den schwarzen erst darüber? Ich kann den gar nicht schubsen, sehe ich gerade. Weil ja da oben die Mauer ist. Ja genau, der fällt da runter. Genau.
Aber ich konnte ihn auch nicht schubsen. Weil immer die Mauer hier ist. Den brauche ich wahrscheinlich da drin, ne? Würde ich jetzt behaupten. Den kann ich natürlich packen, indem ich... Ja, genau. Jetzt langsam komme ich auf den Trichter. So. So, jetzt müssen wir bloß noch das ist aber auch geil. Das ist richtig gut gemacht. Oh, da ist er wieder. Ah, jetzt kriege ich eine neue Farbe. Was kriegen wir denn jetzt für eine Farbe? Mal ganz andächtig die Treppe hochgehen. Eine rote. Ah ja. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bin auch gespannt. Die Rätsel sind wirklich schaffbar, aber auch im ersten Moment, oh ja, gar nicht so einfach. Von daher, macht Spaß. Ich hoffe euch auch. Lasst eine Glocke da. Ne? Oder ein Follow oder Kommentare. Ich meine, das Spiel ist älter, aber es macht ja nichts. So denn, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.